Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Nach einer kurzen kreativen Pause herzlich willkommen zu den Abendgedanken. Auch von mir. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ostern liegt schon fast 2 Wochen zurück. Wahrscheinlich sind Sie wieder mitten im Alltag. Die Kiddies haben Schule mehr oder weniger. Wobei man weiß ja nicht, wie lange das gut geht, wenn die Inzidenzzahlen so weiter steigen. Und der Alltag hat uns wieder. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was bleibt von Ostern übrig? Ein nettes Fest mit Frühstück, mit Ostereiern und ein bisschen Gottesdienst und dann geht es wieder in den Alltag? Oder hat Ostern irgendwelche Spuren bei Ihnen hinterlassen? Hat Ostern 2021 irgendwas bei Ihnen hinterlassen, was Sie so ein Stückchen weiterträgt? Gar nicht so einfach, nehme ich an. Und ich muss Ihnen gestehen, bei dieser Pandemie, in der wir uns immer noch befinden und die einem gehörig auf den Zeiger geht, ist die große Frage, kann Ostern wirklich Spuren hinterlassen? Kann Ostern eine Spur von Hoffnung hinterlassen, die uns als Christinnen und Christen jetzt hier im Alltag begleitet? Es fällt schwer, aber ich hoffe doch. An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Und da feiern wir eine Hoffnung, dass das Leben stärker ist als der Tod. Da feiern wir eine Hoffnung, dass wir an einen Gott glauben, der uns, wenn wir einmal sterben, aus dem Grab herausholt. Aber wir feiern eigentlich noch viel mehr. Wir feiern das Leben. Wir feiern, dass uns Gott im Leben begleitet, der uns gerne hat, der mit uns geht und der auch schon hier im Diesseits will, dass es uns gut geht. Udo Jürgens hat einmal in einem relativ unbekannten Lied gefragt, glaubst du an ein Leben vor dem Tod? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir Christinnen und Christen müssen auch hier in diesem Leben als österliche Menschen Zeugen von Gott sein und durch dieses Zeugnis eine Form von Zuversicht in die Welt hineinstrahlen. Und dazu möchte ich Sie heute Abend einladen. Gehen Sie raus, gehen Sie unter die Menschen und erzählen Sie den Menschen, denen Sie begegnen, dass es eine Hoffnung gibt, dass die Pandemie nicht das letzte Wort hat, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und dass nach der Pandemie andere Zeiten kommen. Wir müssen als Christinnen und Christen eine Hoffnung ausstrahlen, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz nicht dafür gestorben ist, dass ihn jetzt eine Pandemie sozusagen einfängt und zurückhält. Wir müssen Zeugnis dafür ablegen, dass uns eine Hoffnung trägt, die über die Pandemie hinausweist, genauso wie sie über den Tod hinausweist. Und dazu hoffe ich, dass es uns gelingt, als Menschen in die Welt zu gehen, die Zuversicht, Lächeln und Freude ausstrahlen. Wie schon öfter gesagt, kein dummes Grinsen im Sinne, es wird schon alles wieder gut. Nein, eine echte Freude, eine echte Zuversicht, ja, es wird wieder gut und wir schaffen das gemeinsam. Das wäre übrigens auch mein Aufruf heute nochmal. Lassen Sie uns als Christinnen und Christen in unserer Pfarrgruppe ausstrahlen, dass wir als Menschen gemeinsam in Oberolm, Klein-Mindernheim, Essenheim und wo Sie uns zuschauen, es mit Menschlichkeit hinbekommen werden, auch durch diese Pandemie zu kommen. Und entwickeln Sie mit mir gemeinsam den Ehrgeiz, dass wir von der Pandemie nicht unsere Menschlichkeit zerstören lassen. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Die Pandemie darf weder unsere Menschlichkeit, unser Miteinander zerstören, noch darf sie unsere Hoffnung zerstören, dass Gott uns liebt, dass es eine Auferstehung gibt und dass wir zu einem Leben jetzt schon vor dem Tod berufen sind. In diesem Sinne, bleiben Sie behütet, bleiben Sie zuversichtlich. Und beten Sie gemeinsam mit mir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Mit dem Segen heute Abend wünsche ich Ihnen das. Zuversicht und so ein bisschen das Gefühl, Menschlichkeit, Zuversicht und wir schaffen es gegen diese Pandemie. Auch wenn sie noch ein halbes Jahr dauert. Wir kriegen das hin. Sie und ich und die anderen. Und unser Job ist, ein bisschen Zuversicht reinzubringen, ein Lächeln reinzubringen und die anderen zu beflügeln und Hoffnung zu geben. So segne euch, der liebende Gott, schenke euch Hoffnung und Zuversicht.
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Abend, schönes Wochenende. Wenn Sie Lust haben, Montagabend, Dienstagabend, Donnerstagabend in der Kapelle, morgen Abend und Sonntagabend im Stream. Alles Gute, bis dann. Ciao.